Hi Leute, weiter jetzt mit letzter Retro. The Legend of Zelda. Oracle of Seasons. Ich hätte jetzt fast das kurz gesagt, Leute. Ja, dieses The ist echt gefährlich. Naja gut. Oracle of Seasons, Leute. Wir haben beim letzten Mal wieder... Ach, bist du falsches. Ein paar Essenzen geholt. Und jetzt fehlen uns nur noch drei. Und auch die werden wir uns heute holen. Mit einem fangen wir gleich mal an. Nämlich hier. Level 6. Die antiken Ruinen. Fangen wir doch gleich mal an. Warte mal. Vielleicht gibt es hier eine Tür. Dann muss ich das nicht kontrollieren. Nein, gibt es nicht. Na gut. Kontrollieren wir trotzdem. Leider nichts. Gut, gehen wir weiter. Au, da war ich zu nah. Darüber komme ich noch nicht. Okay, wir könnten hier nach rechts, nach oben und für links brauchen wir den Schlüssel. Gehen wir mal nach oben. Gehen wir mal nach rechts. Ist da noch welche? Au. Normalerweise hören die doch auf zu feuern, wenn es keine Gegner mehr gibt. Au. Au. Blöd ist auch, dass die... Au. An den... durch die Steine durchschießen können. Normalerweise blocken die doch. Na gut. Au. Au. Wenigstens schießt immer nur der, der am nächsten ist. Eigentlich könnte ich ja mein Schild herpacken. Vielleicht hält der das ja auf. Ja, Tatsache. Ah, zu langsam. Gut, dann gehen wir weiter. Nein. Da war ich wohl zu nah. Nein, den da möchte ich. Bomben und Bomben. Nach oben gibt es eine Tür. Rechts nicht. Oh, Leute, wir haben etwas gefunden. Okay. Nach oben gibt es eine Tür. Da kommen wir offenbar nur raus. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh! Sehr schön. Das gefällt mir, Leute. Ich weiß gar nicht, ob es so einen Raum in jedem Dungeon gibt. Das ist erst das zweite Mal, dass ich den finde. Aber den gab es bestimmt nicht. Doch, den gibt es auf der Karte. Okay. Na gut, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Dann müssen wir doch da nach links.
Oh. Eine Fee. Da brauchen wir auch einen Schlüssel nach unten. Kann uns egal sein. Knapp. Okay, einer tot. Zwei tot. Okay, das müssten jetzt alle gewesen sein. Du erhältst 5 Rubine. Okay, nach unten haben wir einen Raum. Nach unten kommen wir auch wieder raus, Leute. Das müssen wir aber nicht. Da kommen wir ja nicht weiter. Das heißt, es wäre die Frage nach rechts oder nach unten. Nach oben. Okay, ich wollte ihn schieben, Leute. Hat nicht funktioniert. Funktioniert nicht. Boah, ich müsste eigentlich mal heraus versuchen, ob das mit dem Boomerang auch funktioniert, Leute. Das wäre Hammer, wenn es auch funktionieren würde. Aber naja. Mir ist das ehrlich gesagt zu gefährlich, Leute. Wir sehen hier nicht, uns nicht um. Das heißt, wir kommen hier jetzt erstmal nicht mehr weiter. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Moment mal, was? Irgendwo müssen wir doch weiterkommen. Dann machen wir halt hier weiter. Ja, und jetzt? Habe ich da die Tür geöffnet? Sehr schön, aber ich habe keinen Schlüssel. Ah, ich kann die angreifen. Oh, jetzt schießt er gar nicht mehr. Funktioniert nicht. Die Feder wahrscheinlich auch nicht. Der wird nicht helfen. Nein. Nein. Auch nicht. Okay, das Schwert hilft nicht. Die Schaufel vielleicht. Nein. Also Schwert nicht, Bomben nicht, das nicht, das Stab der Jahreszeit bestimmt auch nicht, nein. Kerne, naja, wir können ja mal die Kerne durchprobieren. Nein. Nein. Die essen wir selbst, die würden wir wahrscheinlich... Ja. Und die hatte ich ja schon probiert. Gut, das hier wird mir auch nicht helfen. Das sind nämlich im Prinzip die Kerne. Das hier hilft mir nicht. Benny hilft auch nicht. Und den Boomerang haben wir auch schon. Okay, Leute.
Ich komme hier also nicht weiter. Bei dem Drehkreuz komme ich... Oh, oh, ich weiß, wie es weitergeht, Leute. Danke. Ein Herz. Nein, da müssen wir nicht weiter. Hier müssen wir weiter. Und jetzt kommen wir hier nach links. Au. Okay, hier kommen wir nach unten, nach oben, nach links aber nicht. Testen wir mal. Okay. Runter oder rauf? Gehen wir mal nach unten. Und hier kommen wir sofort zur Truhe. Das gefällt mir. Eine Karte! Naja, ein Turm. Man kommt immer weiter nach oben und unten haben wir fast fertig. Da würde es nach links gehen. Damit öffnen wir wahrscheinlich hier die Tür. Das würde mich jetzt tatsächlich stark interessieren, ob hier irgendwas ist. Nein. Das heißt, den Schlüsselblock brauchen wir nicht zwingend. Okay, da gibt es nichts. Dann gehen wir jetzt hier links entlang. Eine Truhe. Du hältst 10 Rubine. So, dann nach rechts kommen wir sowieso. Können ja trotzdem mal testen, ob hier irgendetwas ist. Nein. Oh nein. Kann man die irgendwie kaputt machen? Offenbar nicht. Wow! Au! Laufen wir! Wo bin ich denn jetzt? Oh, da nach links unten möchte ich eigentlich mal hin. Hm. Komme ich da nach rechts? Nein. Schade, das funktioniert so nicht. Hm.
glaube, ich habe da gerade nichts, das mir weiterhilft. Da brauche ich offenbar den neuen Gegenstand. Außer, es würde funktionieren, wenn ich schneller laufe. Nein. Nein. So klappt das nicht. Na gut, sehen wir mal nach, ob wir nach oben hin können. Auch nicht. Rechts hatte ich ja schon. Gut, dann geht es hier nicht weiter. So, durch. Hat sich zwar ein paar Herzen gekostet, aber egal. Gehen wir hier entlang. So, der ist weg. Da, das sind 1, 2, 3, 4 Felder. Das werde ich nicht schaffen, glaube ich. Okay, dann machen wir jetzt den. Das ist jetzt aber blöd. Dann kann ich nicht springen. Na, dann machen wir das anders. Nein. Unser erster Schlüssel, Leute. Wäre da drüben eigentlich irgendetwas? Nein. Nein. Habe ich da drüben schon nachgesehen, ob man da durch kann? Na gut, wir haben einen Schlüssel.